Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, es war gerade eine Forschung aufgeploppt, die wohl fertig ist, bevor ich aufgenommen habe, war hier. Was war denn das nochmal? Ich habe es direkt weggedrückt. Schlafunterdrücker, genau, der Schlafunterdrücker. Nur damit ihr nichts verpasst. Sollen wir mal die Disruptor-Fackeln? Wofür auch immer die sind. Ein Rucksack der unsichtbare Kreaturen aufdeckt. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss tatsächlich, mal die Einstimmung zu machen. Weil wir noch keinen vernünftigen Krieger haben. Wir haben zwar mit Doom unseren einzigen Soldaten, aber der hat ja auch noch keine Rüstung und so. Und ich hätte schon gern wieder richtige Berserker. Und habe mir überlegt, dass alle anderen, die jetzt keine Soldaten sind, rüste ich tatsächlich hier mit so Nervtötern aus. Damit wir die Gegner eher betäuben können. So, wir haben ja hier Gefangene, die ich beide rekrutieren will, tatsächlich. Einmal Pflanzen sozial, wieder sozial. Die Boxquar-Vereinigung. So, aber ich würde sagen, wir fangen mal mit den Kommentaren an. So, Daniel Hart geschrieben. Yay, Folge 30, jetzt fehlen nur noch 7 Folgen, dann bin ich auf dem aktuellen Folgenstand. Hast es ja bald geschafft, da bist du ja wahrscheinlich mittlerweile aktuell, ne? Wenn nichts dazwischen kommt. Ich bin auch ein bisschen ruhiger, verzeiht's mir, ich bin noch ziemlich müde von der Arbeit. Ein Wag rächt sich, oh nein. Ach ja, wir haben ja Daniel König verloren. Nein! Jetzt ist auch noch Max, der hier angegriffen wird. Haben wir noch einen Arzt? Sada. Boah, shit, jetzt habe ich verdammt. Doom. Kann kein Arzt. Schnell retten gehen. So, Sada, bitte einmal stabilisieren. Wer kann noch Arzt? Jo, bitte einmal behandeln. Das ist direkt Jos Training. Komm schon, wir dürfen Max auf gar keinen Fall verlieren. Komm schon, Jo. Du kannst das. 4 Stunden. Sie können immer noch Saar darüber schicken. Sobald die Zahl schlechter wird als 3 Stunden. Aber Jo scheint das gut hinzukriegen. Da kriegt Jo direkt hier Punkte. Obwohl er ein absoluter Anfänger ist. Gute Arbeit, Jo. Vom Kind gerettet. Ah, das mit dem Wag. Ich wusste, das war ein Fehler, ey. Das wird wohl nichts für dich. Die Norm. Avia will nicht den Therapeuten für dich spielen. Wir haben auch sonst niemanden anders, der Therapeut kann, ne? Ja, wir brauchen die beiden. Sozial starke Leute.
Na, die Nom hat schon aufgegeben. Ihr müsst euch auch verabreden, wenn ihr zusammen, ne, zur Stunde einen Termin ausmacht. Egal, machen wir mal weiter im Text. Sard hat geschrieben, wenn du richtig Bock hast auf Forschung an Tieren, dann kann ich die Vanilla Expanded Genetik empfehlen. Die Mod dreht sich um die Forschung an Tieren. Kannst dir quasi die perfekte eierlegende Wollmilchsau erschaffen. Da war ja auch früher Genetik, ne? Der Mod, die ganze Modreihe Genetik. Die wollten die ja überarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob daran noch gearbeitet wurde. Muss ich vielleicht nochmal reinschauen. Oh, da sind aber ein paar Neutroblumen raus. Wäre fertig geworden. Na egal, machen wir mal weiter den Text. Sozial ist für den zweiten Anführer am wichtigsten. Rolle zuweisen. Oh, ich habe Wachstum. Geht auch mit Ideologieplatz unter Ideologie dieser Raute. Oh, es ist ja... Okay. Also die Wachstumskapsel machen wir nicht. Wir müssen sagen, wir haben die Wachstumskapsel jetzt mal getestet. Ist echt bitter. Das bringt gar nichts. So, wir machen jetzt, ich mache jetzt genauso wie Jo. Ich bin jetzt wie Jo. Die Wachstumskapsel ist eher ein Nachteil. Okay, hier haben wir erstmal das Wichtigste. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Plan war, wo wir drauf gehen wollten, aber ich weiß, dass ich die den Maschinenbau brauche. Jetzt bin ich halt mental sensibel geworden. Und dann dazu noch ein Kannibale. Ich bin... Ja... Schwierig. Machen wir weiter im Text. Dino hat geschrieben, nenn doch die nächste Folge, die du abspeicherst, Dies, das, Ananas. Also diese Folge soll ich hier Dies, das, Ananas machen. Ich weiß auch nicht, was du mit Abspeichern meinst, weil ich lade ja hoch und dann wird gelöscht. Also diese Folge, ich hoffe, ich vergesse das am Ende der Folge nicht. Dies, das, Ananas. Muss ich dran denken. Ich würde ja sagen, erinnere mich am Ende der Folge nochmal. Höhö. So, weiter im Text. Die Erzader-Abbau-Mod ist echt cool. Ja, vielleicht, aber irgendwie unnötig. Da würde ich sogar eher den Management-Mod nehmen. Weil beim Management, da kannst du ja dann ein, wenn du einen Manager hast, dann hat der ja solche Aufträge auch automatisiert. Genau wie Holzhacken. Du hast kein Holz, ja, dann wurde Holzhacken in der Umgebung in Auftrag gegeben. Du brauchst Erz, ja, dann werden Erzadern als Auftrag aufgegeben. Also sehe ich jetzt nicht, so einen Mod mit reinzunehmen, der das Game verlangsamt für etwas, für also ich meine, ich kann ja schon faul sein, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Das lassen wir. So, der nächste. Schade, ich hätte schon gehofft, ich wäre jetzt doppelt vertreten, sozusagen geklont. Also ich meine, ihr könnt ja mal abstimmen, wenn ihr wollt, dann kann ich euch auch doppelt besetzen, würde ich aber ungern machen, solange ich noch keine, ne, solange es noch Leute auf der Liste gibt, die noch nicht dabei waren, so. Naja, weil sonst gibt es hier nachher zweimal die Norm und dann war jetzt zum Beispiel Daniel Haver noch gar nicht dabei und so. Deswegen würde ich das ungern machen. Aber wenn ihr das wollt, mit dem Risiko, dass ihr dann, obwohl ihr eigentlich gern dabei wärt, dann vielleicht nicht dabei seid oder länger braucht, bis ihr kommt, können wir das machen. Ne? Das liegt an euch. So, wir haben Powerduschen.
Powerduschen aus. Jetzt mal hier aufdecken wieder, sonst sehe ich nichts. Powerduschen aus. Marmor. Hm. Na gut. Powerduschen aus Marmor. Kann ich nicht ersetzen tatsächlich? Ja, dann mache ich die weg. Bei dem Klo hat's ja geklappt. Ja, während du dich ausruhst, können wir doch mal schnell die Powerduschen einbauen, ne? Dass ich die nicht ersetzen kann, ein bisschen ärgerlich. So. Die Gefangenen kriegen keine Dusche, die waschen sich einfach da dran. Haben wir eigentlich schon die Waschmaschine gebaut? Ja, hier ist sie. So, wer ist eigentlich zuständig? Okay, irgendeiner macht's auf jeden Fall. Da immer schön Bioferrit rauszuholen. Boden muss noch geglättet werden. Max geht's gar nicht gut. Machen wir erstmal weiter im Text. Ach ja, gut, dass du es nochmal gezeigt hast. Direkt mal abgestimmt. Ah, das war das hier, wo man bei mir am Kanal abstimmen kann. Ich muss gerade mal kurz mehr anzeigen. So. Und jetzt hast du ein paar auch die Fragen, die ich da hatte, mal hier reingeschrieben. Zu der Frage, nächste RimWorld-Staffel. Ich will meine Minimaps! Bitte wenigstens eine kurze Staffel auf einer 25x25-Karte. Das hier ist eine der kleinen Karten. Das ist eine der kleinsten Karten, die wir nehmen können. Du willst eine Mini-Mod-Map. Dann muss ich erstmal gucken, ob der Mod geupdatet wurde. Der war ja damals schon nicht geupdatet. Ich wüsste jetzt auch nicht, was das Thema einer kurzen Staffel bei einer 25x25-Karte sein soll. Aber das hier ist eine kleine Karte. Ich habe die extra wegen dir genommen, tatsächlich, die kleine Karte. Weil sonst habe ich ja immer die großen genommen. Wobei, ich habe es auch ausprobiert, um zu gucken, ob das vielleicht mit der Performance besser ist, wenn wir eine kleine Karte nehmen. Sonst hat mir das immer Probleme mit großen Kolonien, wird das Spiel langsam. Das wollte ich ausprobieren. Zwei Mech-Cluster. Ne, dafür ist die Belohnung nicht gut genug. So, zur Frage mit Gesichtskamera. Ich sage mal, bei sowas wie Echo damals, da war die cool. Hatte ich bei Echo eine Facecam an? Ich weiß, dass ich es bei Elden Ring hatte. So, bei RimWorld ist halt schon viel los auf dem Bildschirm. Bei Far Cry will ich ja eigentlich die volle Grafik genießen. Bei sowas wie Stationeers oder Deabillions oder Riftbreaker könnte ich mir auch eine Facecam vorstellen. Ich denke mal, bei Streams kann generell immer eine Kamera dabei sein. Bei Let's Plays tendiere ich weniger für meinen Geschmack. Die Frage war auch ewig alt. Aber gut, gut zu wissen. Ja, ich habe jetzt ja generell die rausgenommen. Für Streams würde ich sie dann eher reinnehmen, aber ich komme halt absolut nicht zum Streamen. Hier ist halt eine Dunkelecke. Ich überlege, die als Dunkelecke zu lassen, genau wie hier hinten. Dass wir so ein paar dunkle Gassen haben. Sorry.
So, wie wär's, wenn du die ganze Höhle glätten lässt? Na gut. Dann glätten wir aber auch hier den Weg. So, ganze Höhle heißt die Wände auch. Aber hier beschränken wir uns tatsächlich erstmal nur auf drin. Das dauert halt ewig, ne? Wobei, hier kann ich gar nicht, also die kann ich gar nicht glätten. Oder meinst du auch den Teil damit? Ach ja, Jemine. Naja, lassen wir erstmal. Ach schön, mit Dinom wird jetzt mal geredet. Dinom ist ja auch nur am Meckern hier. So. Das waren übrigens alles Dino-Kommentare, ne? Hier kommt noch einer. Ja, cool. Danke für die grüne Kleidung. Kann auch gerne mal zu Rot oder Gelb wechseln, wie du willst. Oder ich lasse die erstmal so, weil ich finde die nämlich auch eigentlich gar nicht schlecht. So, jetzt kommen Sada-Kommentare. Bei so vielen Kindern kann ich auch den neuen Mod Surrogator empfehlen. Ein Mac-Kindermädchen. Deutsche Übersetzung dazu habe ich auch gemacht. Ich habe den Link für die Übersetzung jetzt mal in Discord gepostet. Hier wird es immer wieder verschluckt. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich habe eigentlich Links akzeptieren bei YouTube eingestellt. Aber aus irgendeinem Grund verschwindet die immer. Auf jeden Fall, wenn einer jetzt deutsche Übersetzungsmods haben will, die sind bei uns auf dem Discord jetzt verlinkt. Da wisst ihr Bescheid. Ich selber habe jetzt noch gar nicht reingeguckt. Ich bin direkt rein. Das hätte ich schon mal schnell reingeguckt. Verdammt. Ich gucke halt meistens auch gar nicht mehr nach Mods. Ne? Ich gucke immer nach Mods, wenn ich sowieso einen hinzufüge. Aber jetzt kann man ja immer easy hinzu den wiederfinden. Das ist schon mal gut. Den Surrogator-Mod hatten wir tatsächlich auch mal. Also den Original. Aber nie richtig benutzt. Das ist ja im Prinzip wie mit den Androiden. Der Androiden-Mod war ja auch cool eigentlich. Wir machen die Betten mal zu keine medizinischen. Alter, die haben ja noch Schutzwesten an. Zumindest die eine. Ich habe auch überlegt, die ich würde ja schon gern dem wieder Kleidung für Gefangene machen. Das Problem ist, der Mod hat nie bei mir funktioniert. Die haben die in die Sachen, die haben die nie angezogen. Die sind dann immer nackt geblieben. Aber vielleicht ist das Problem mittlerweile gelöst. Müsste man nochmal ausprobieren. So. So, dann. Achso, als wir Sada hinzugefügt haben, war ich mir nicht sicher, ob Sada schon dabei war. Hat Sada darauf geantwortet? Nein, ich war noch nicht dabei. Grunz. Jetzt bist du es auf jeden Fall. Und in der WG mit Avia. Ich meine, anfangs ist man ja zwangsweise in der WG, aber ihr habt euch da ja freiwillig für entschieden. So, Dino hat geschrieben, hehe, ja, coole Real-Life-Side-Story mit AK. Das war ja auch nicht mal Fake, der hat tatsächlich geschrieben.
Hat ja auch lang genug gedauert, bis der sich mal für RimWorld begeistert. Der hat RimWorld sonst wollte er nie anfassen. So. Sada hat dann geschrieben, zu WG, aber Vorsicht, ich schnarche. Gucken wir mal, stört das Aria, dass du schnarchst? Ja, tatsächlich, gestörter Schlaf, minus 1, aber geht noch. Ist sogar zu imposant, der Schlafraum. Schlief in Hitze ist wohl eher ein Problem. Schlief in Hitze. Dann machen wir das doch so und müssen den wieder um 100 erhöhen. Haben wir aber direkt die Kühlung mit drin. Boah, wir brauchen echt so viel Strom und Kühlaggregate, um die einzelnen Buden zu machen. Normalerweise bauen wir immer in Cluster, unterirdisch. Da brauchen wir nicht so viel Kühlung und auch nicht so viel Heizung. Ist auf jeden Fall so ziemlich ressourcenintensiv. Jetzt wollte ich hier noch hinbauen. Aber weil ich so blind war und nicht gesehen habe, dass wir das schon haben. Ich will hier wegreißen. Hier müssten wir aber das Platz haben für ein richtiges Krankenhaus. So, wir können jetzt endlich den Multi-Analysator bauen. So, neuer Rekrut, sehr schön. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal die Werkbank. Machen mal hier die Waffenschränke, setzen wir mal um. Da müssen wir nämlich nicht umpositionieren. So, machen wir noch schnell den letzten Kommentar von Daniel H. Finde dein Let's Play macht richtig Spaß zum Zuschauen. Mach weiter so. Vielen Dank. Freut mich immer, dass es euch gefällt. Ich kann mir immer nur vorstellen, dass so zuzuschauen eigentlich eher immer langweilig ist. Deswegen, ich gucke selber, wenn ich mal Let's Plays gucke, auch immer nur nebenbei, während ich dann selber zocke auf einem anderen Bildschirm oder so. Aber da ich das meiste, was ich ja jetzt zocke, aufnehme, komme ich da so auch nie zu. Okay, wir kopieren einmal Avia. Einfügen. Den nehmen wir raus. So, Wärter, Hauptberuf, Therapeut und dann Feldarbeit. So, also Hauptberuf ist Feldarbeit, aber natürlich Therapeut zähle ich nicht mit rein. Kannst du Waffe tragen? Theoretisch ja. Du wärst theoretisch hier. Haben wir nämlich gute Waffen für dich. Eine schwere MP. Nee, wir geben dir eine leichte MP. Die schwere MP halten wir uns erstmal für Soldaten bereit.
So, ihr könnt machen, was ihr wollt. Zaun. Arbeiter. Nase zertrümmert. Hat Fluerz. Die Biomutationslanze musst du aber noch ablegen, ne? Hast du, gut. Ach so, ja. Willst du auch direkt mal handeln für uns? Kannst du direkt mal dich von deiner neuesten Seite zeigen? Wir könnten noch eine Boomratte. Wir haben ja schon ein Weibchen, dann würde ich auch wieder ein Weibchen nehmen. Sonst vermehren die sich wieder und ich habe viel zu viel und Probleme und dann muss ich die wieder ins, in die freie Welt rauslassen. Das macht nur Probleme nach. So, die Plaschwerter behalten wir. Bogen raus. Revolver tun wir auch erstmal raus. Die Splittergranate weg. Hier noch ein Mundschutz. Raus. Hose. Raus. Kinderstamper. Die sind noch beschädigt. So, können wir so lassen. Zack. Und dann würde ich sagen, bestimmen wir jetzt mal den Namen. So. Mission! Oh, 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 so, so close, Daniel, so close. Ragnar, Glückwunsch. Ragnar hatten wir auch noch nicht. Also ich meine, ich bin mir sicher, dass wir Ragnar noch nicht hatten. Zum Sichergehen. Trotzdem noch mal durchgucken. Ah, hier wird ein Nervtöter gebaut. Schön, Dino. Jetzt kannst du nochmal neue Klamotten machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben. Ich habe vergessen, wo wir stehen geblieben waren. Ich wollte auch noch gerade irgendwas machen. Wir brauchen Bauteile. Wir geben Bauteile zum Abbauen bereit. Hier sind auch noch einiges an Bauteilen. Die holen wir uns auch. Hier ist nochmal Stahl. Wir machen jetzt hier die rechte Seite, die grasen wir ab. Ja komm, dann holen wir uns auch das Gold. Wenn wir die rechte Seite jetzt eh abgrasen, dann holen wir uns auch das Gold. Muss ich nochmal kurz hier oben gucken. Dann nehmen wir uns auch das Jade mit. So, dann haben wir die rechte Seite zumindest schon mal abgegrast. Bei uns dürften wir nichts mehr haben. Das hatten wir schon abgegrast. Wir haben hier halt das Uran noch. Komm, das holen wir uns dann auch mal. Dem Strang ist hier auch nichts mehr. Das hatten wir auch schon geholt. Hier haben wir noch. Dann nehmen wir das auch. So, wir machen jetzt alles, grasen uns ab, was hinter unseren Absperrungen ist. Gut.
Und der Rest ist jetzt noch Ressourcen, die wir haben. Jort, ein Streifen fleischiges Gewebe entdeckt. Es erinnert an menschliche Haut, die durch winzige Metallpartikel grau gefärbt ist. Der Streifen muss von jemandem abgefallen sein, als sich bei ihm Fleisch verflüssigte. Jemand hier ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Oh nein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Schwindler zu entlarven. Der Interaktionsmodus Gefangene verhören ist nun freigeschaltet. Inhaftiere jemanden und schicke einen Wärter, um ihn nach seiner wahren Identität zu befragen. Dies kann viele Tage dauern. Finde mehr graues Fleisch und analysiere es, um die Biosignatur der Bedrohung zu bestimmen. Benutze die Operation chirurgische Inspektion, um nach dieser Biosignatur zu suchen. Es kann lang dauern, genügend Proben zu sammeln, und die Operation ist invasiv. Exekutiere oder verbanne den Verdächtigen. Einige Parasiten können den Verstand kontrollieren und sogar auf andere übertragen werden. Ach du Scheiße. Hier ist das. Okay. Scheiße, einer unserer Kolonisten ist verdächtig. Wir werden jetzt hier erstmal, wir können ja jetzt hier verhören. Wir machen erstmal einen Verhör. Wir müssen jetzt jeden verhören, verdammt. Analysiere. Wähle, wer dies analysieren soll. Die Norm! Die Norm. Ob wir noch anders mitkriegen, wer verdächtig ist. Wo versteckt sich denn die Norm? Verdächtig. Da. Dinom hat die Analyse der grauen Fleischprobe abgeschlossen. Die Probe trägt die Biosignatur Lumicoil 0M. Dinom hat Fortschritte bei der Identifizierung der Biosignatur an lebenden Subjekten gemacht, benötigt aber noch weitere Proben, um seine Arbeit abzuschließen. Bis dahin werden deine chirurgischen Inspektionen die Biosignatur Lumicoil 0M nicht erkennen. Sammle und analysiere mehr Proben von grauem Fleisch. Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, es bringt noch nichts, jetzt hier bei Operationen die chirurgische Inspektion zu machen, weil wir noch nicht aufdecken können. Wir müssen mehr von diesem Fleisch analysieren. Irgendwer ist ein Verräter. Wer von euch ist der Verräter? Ihr könnt es noch zugeben. Meldet euch jetzt und ich werde euch nicht böse sein. So, Max, du bist der Erste, der einen Nervtöter bekommt. So, wer kriegt denn noch einen Nervtöter? Ich würde Sada tatsächlich noch einen Nervtöter geben. Leute, es brennt, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Der gute Heuboden. So, dann würde ich sagen, war es das aber auch erstmal für diese Folge.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Krass, der hat tatsächlich überlebt. Also bis dann. Ciao.